Hallo und Digger! Aus Reinhardsdorf, Schöner zum Elbsteigermarsch 2024. Diesmal nimmt euch das Hexe Medienkollektiv hiermit zu einer der bekanntesten Wanderungen, die wir in unserem schönen Sachsenland haben. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß beim Zuschauen wie unsere Sportler vor Ort. Auf der Kamera kann man es schon sehen. Auch etwas flüssiges Gold gab es zwischendurch einmal. Aber das hat niemanden groß beeindruckt, weil die Sportler sich natürlich hier vorbereitet haben und wissen, was auf sie zukommt. Wie ihr schon seht, alleine läuft man hier nicht durch den Wald. Nein, ganz viele Wanderfreunde haben sich hier auf den Weg gemacht. Also es ist relativ schwierig, sich hier zu verlaufen, würde ich behaupten wollen. Aber hervorragend, hervorragend, dass es so viele Freunde der Natur gibt. Nach 13 Kilometer erreichte man auch Checkpoint 2 am Taubendeich. Hier wurde abgestempelt und versorgt. Und dann ging es weiter auf der Bahn. Hier wunderbar könnte man Meter machen, eine richtige Waldautobahn. Da ging es voran. Natürlich gab es auch wunderbare alpine Anstiege und hier hört man schon von unserem Kameramann, warum sich die ganze Sache Anstieg nennt. Da läuft die Lokomotive auf Hochtouren, da schnauft's und jaucht's. Aber natürlich, das muss auch so sein. Die Anstiege hatten es in sich. Aber seht und staunet selber. Und schon sind wir wieder im urbanen Gebiet. Checkpoint 3 nach 22,7 Kilometer. Hier im Bielergrund. Da wurde wieder versorgt und gestempelt. Ja, werte Zuschauer, seht es schon, ein Auf und Ab hier im Gelände. Aber schauen wir mal, was Sigi uns vielleicht direkt von der Strecke berichten kann. So, wir begeben uns jetzt zum vierten Checkpoint. Der ist dann bei 33 Kilometer. Das heißt, wir haben dann die Hälfte, ein bisschen mehr als die Hälfte geschafft. Thank you.
So, hier vorne haben wir einen nächsten Checkpoint. Genau so ist es, Siggi. Und das war euer Checkpoint 4 am Hartenberg bei Raum. Also, sind jetzt wieder gestartet vom Checkpoint, beim 30 Kilometer Checkpoint. Und begeben jetzt uns auf die letzte Hälfte. Kilometer für Kilometer ging es weiter durch herrliche Landschaften hier in der Sächsischen Schweiz. So, Daniel Düsentrieb und Percy Bleifuß vorne weg. Es ist nun 17.15 Uhr, 44 Kilometer, also noch, naja, so 19 bis 20 Kilometer haben wir vor uns. Ja. Unser vorletzter Abstieg, dann geht es noch einmal hoch ordentlich, wieder komplett runter und dann Richtung Ziel. So langsam wird es auch dunkler, der GoPro kommt noch ein bisschen heller rüber. Wir werden uns gleich mit der Stirnlampe bestücken und ich denke mal in 2 Stunden sind wir dann auch im Ziel. So, wie man sieht, wir tragen die Stirnlampen. Es ist 19.10 Uhr, sind bei Kilometer 55. Ja, also nicht mehr so weit. Dann haben wir den Elbsteigermarsch erfolgreich beendet. Hier ist schon das Festzelt. Wir haben es geschafft, nach 14 Stunden und 40 Minuten sind wir glorreich im Ziel. So Wahnsinn. Die letzten 4 Kilometer haben sich so krass einfach nur gezogen. Und hier gönnen wir uns gleich ein richtig schönes, kühles, blondes. Respekt und Anerkennung allen Sportlern. Das war's auch schon wieder von unserer Folge Hexam, das etwas andere Outdoor-Magazin. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und es bleibt mir nur zu sagen, tschüss, auf Wiedersehen, Glück auf und habe die Ehre.